Okay, Garrus und Jacob. Rang erwerben. Jacob bekommt das da, Rang erwerben. Und Garrus bekommt einen Punkt in Überlastung. So. Und dann hoffe ich jetzt, dass wir jetzt den gleichen Fehler nicht nochmal machen. Kurz auf F5 gedrückt. Andere Waffe ausgewählt. Na. Aber ich muss da lang, oder? Gar keine andere Wahl, als hier lang zu gehen. Wir wurden entdeckt. So, was wir nehmen, Disruptor-Munition und das. So, dann wechseln wir nochmal die Waffe schnell. So. Gibt es hier wenigstens ein paar... Da ist auch noch einer, oh Gott. Müssen wir irgendwo in Deckung gehen? Aufpassen! Ich zünde sie an! So, war's das oder sind noch mehr? Das war's schon. Wir gucken uns erst nochmal hier um. Durch die vier Kisten haben wir nicht retten können. Da ist erstmal noch ein bisschen was, was wir mitnehmen können. Naja, wenigstens 100 Credits. Wartungssystem. Musste noch eine komplette Wartung vornehmen. Der Sand gerät immer wieder in unsere Ausrüstung. Erhöhe die Häufigkeit von Systemüberprüfungen. Wir müssen bereit sein, den ganzen Laden zuzumachen, sobald uns jemand vom Orbit aus entdeckt. Okay. Parkt so ein Fahrzeug im Weg rum, da geht es wohl nicht mehr weiter. Dann haben wir noch Sicherheitssysteme, da schauen wir uns das auch mal an. Medizinkit. Element Zero, immerhin 500. Feindliches Schiff im Orbit geordnet. FFS-ID bestätigt. Cerberus. Initiere Abschiedsprotokoll. Aktiviere Sicherheitssysteme. Zerstörungsbefehl erhalten. Initiere Säuberungsroutine. Routine initiiert. Aktiviere Mech-Sicherheit. Mech-Sicherheit aktiviert. Blockiere Zugriff auf Terminals. Blockiert. Abschiedsprotokoll abgeschlossen. Ja.
Dann. Wieso komme ich jetzt keine Nachricht mehr, dass ich hier enden kann? Darf muss. Aber ich glaube, das war es schon, ne? Das ging ja fix. Acht der 20 Kisten wurden gerettet. 125 Erfahrungen, paar Credits, Element Zero und Enden. So. Da fliegt unser Shuttle wieder zur Normandy. Ja, so richtig spannend war das jetzt gerade nicht, ne? Muss man mal leider sagen. So, dann holen wir uns mal noch ein paar Mineralien. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Sonde unterwegs. Sonde gestartet. Sonde gestartet. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles mitnehmen will. Aber immerhin kriegen wir hohe Ergebnisse heraus, also es lohnt sich schon irgendwo. Oh, das ist schön. Starte Sonde. Es waren immerhin fast 3000. Das heißt, man muss also auch ein bisschen aufpassen, was man eigentlich zuerst abbaut, aber ich glaube, hier sind genügend Planeten generell verteilt, dass man alles erforschen kann. Hoffe ich zumindest. Einfach mal. Oh, wir haben auch keine Sonden mehr. Gleich. Und dann fliegen wir zurück. Loitari, war da nicht der Dings? Die Gefangene? Ach ne, Purgatori. So, Sonden kaufen. Treibstoff kaufen. Aufladen, sehr schön. Und dann schauen wir mal, dass wir hier nochmal einen Planeten scannen. Mittel, naja. Starte Sonde. Auf jeden Fall ein kleiner Planet mit. Starte Sonde. Einen wunderschönen Ring. Na, so richtig viel ist das alles nicht hier, aber das brauchen wir einfach mal da drauf. Starte Sonde. Unterwegs. Ja. Sonde gestartet. Sehr schön. Starte Sonde. Niedrig ist ja schon wieder, da brauchen wir eigentlich gar nicht mehr weitersuchen hier, ne? So, ganz kurz herum schwenken noch und dann verlassen wir diesen Planeten. Das Massenportal hat eine eigene Umlaufbahn, ist ja interessant. Oh,
Sonde unterwegs. Also wäre mir lieber, wenn wir Platin finden würden, als hier. Palladium. Braucht kein Mensch. Sehr schön. Sonde unterwegs. Man, ich meine auch fast 2000. Sonde unterwegs. Ja, der Planet kann seine Rohstoffe nicht lange vor. Aber wieder. Da, wo war denn? Hier. Oh, sehr schön, sehr schön. Starte Sonde. Gut, lohnt sich also, wenn der Ausschlag hoch genug ist. Sonde unterwegs. Noch ein bisschen Palladium. Na? Starte Sonde. Ja, ich weiß, es ist nicht spannend, aber es gehört leider zum Spiel dazu. Und wir sind ja auch mit diesem Planeten schon durch. So, und tschüss. Mal zwei Planeten, ja. Verwirrt. Boson. Umlaufbahn anfliegen. Boah, da war doch gerade... Ja, voila! Sehr schön. Ich würde mal interessieren, ob man überflüssiges Material auch verkaufen kann. Ich glaube, das war jetzt gerade Verschwendung einer Sonde. Also überflüssige Rohstoffe. Irgendwann mal, dass man ein bisschen mehr Credits kriegt. Ich habe ja, ich sage mal, gefühlt noch Forschungs... Also Sachen, die ich nicht kaufen konnte, die, weiß ich nicht, durchaus einige 100.000 Credits wert waren. Insgesamt. Von daher wäre es ganz cool, wenn man irgendwo noch anders Credits herkriegen könnte. Wir haben jetzt 120 wieder. Zum Glück. Starte Sonde. Wie viel wir bekommen, wenn wir Jack befreien? Sonde unterwegs. Oh, das ist schön. Auch wenn noch kaum was bei rumkommt jetzt hier. Niedrig. 14,837 auf. Kurganische Fortschritte können wir uns jetzt leisten. Jawohl, dankeschön. So, dann verlassen wir diesen Planeten. Fliegen erstmal zum Treibstiftdepot und kaufen wieder ein paar Sonden. Und dann geht es zu diesem Planeten und dann auf das Gefängnisschiff. Irinele, Gartenwelt. So, wenn das so eindeutig ist, nehmen wir das natürlich mit. Oh, Element Zero, sehr schön. Sonde gestartet. Oh, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also wir brauchen mindestens 30.000 Platin. Sonde gestartet. Um für die beiden Forschungen. Wahrscheinlich eher 31.000 oder sowas. Bis dahin haben wir wahrscheinlich 500.000 Palladium oder so. Ah. Oder auch nicht. Sonde unterwegs. Aber doch gerade noch einer anderen. Wo ist er denn? Hä? Sehr schön.
Sonde unterwegs. Nochmal Element Zero. Was geht denn da ab? Starte Sonde. Ich weiß übrigens nicht, was besser ist, mit dem Marco über die Planeten huschen und Rohstoffe suchen. Oder das hier. Sonde unterwegs. Ich glaube, Marco ist ein bisschen spannender, weil man zwischendurch nochmal was sieht. Und hier sieht man halt nur die grüne Kugel, die nichts macht, außer sich zu Sonde drehen. Gestartet. Und oh. Und Marco über den Planeten huschen kann ich immer nochmal was zur Landschaft sagen, aber hier ist so gut wie nichts. Oh, noch ein Riesenvorkommen. Sonde unterwegs. Dieser Planet hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ah, da war doch ein Ausschlag von. Ah, noch ein bisschen zurück. Lohnt sich das? Kommt einer noch drauf und dann Sonde reicht gestartet. Mit dem Planeten. So. Damit hätten wir das abgeschlossen. Kurz zurück zur Normandy und zumindest eins der beiden Forschungs-Upgrades machen. Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Oh, danke schön, Kelly. So, ungelesene Nachrichten. Gute Arbeit auf Darata vom Cerberus Oberkommando. Gute Arbeit. Wir wussten, dass Eclipse wertvolle Fracht auf Darata versteckt, aber wir konnten nicht landen, weil Ihre Söldner sonst womöglich die Kiste zerstört hätten. Wir haben die Credits auf Ihr Konto überwiesen und sind sehr froh, Sie bei uns zu haben, Shepard. Dankeschön. Dann zum Tech-Labor. So, Prototypen. Organische Schrotflinte. Der noch nicht ganz ausgereift ist. Was hatte ich noch? Waffen-Upgrades, hatte ich noch irgendwas? Nö, habe ich nicht. Das erfordert auch 25.000 Platin, der Kampfscanner. Aber den kann ich noch nicht. Da haben wir 26.000. Dann wird wohl Schrotflinte drankommen. Modifizierte Claymore. Und dann können wir uns auf den Weg machen. Keine Nachrichten für Sie, Commander. Danke, Kelly. So. Auf geht's. Die Purgatory, Eigentum der berüchtigten Söldnergruppierung Blue Suns. Schon wieder Blue Suns. Naja. Wenn Gruppenmitglieder loyal werden, erhalten sie einzigartige und individuelle Kräfte. Ach, nee. Und so, wir laden. Laden, 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 laden. Jetzt ist mir mein Timer umgekippt. Nehmen auf jeden Fall Garrus und den Jacob. Dankeschön. Und auf geht's. Wieder ein bisschen was Spannenderes mal machen hier. Okay, wir sind auf jeden Fall noch in einem Bereich, wo wir keine Waffen zücken können. Dann bin ich ja mal gespannt. Willkommen auf der Purgatory, Shepard. Ihr Paket wird vorbereitet und Sie werden es in Kürze erhalten. Es handelt sich hier um ein Hochsicherheitsschiff. Daher müssen Sie Ihre Waffen abgeben, bevor wir weitermachen. Das werde ich nicht tun. Alles weggetreten. Commander, ich bin Direktor Curran. Das ist mein Schiff. Sie erhalten die Waffen zurück, bevor Sie das Schiff verlassen. Bitte verstehen Sie, das ist unser Standardverfahren. Und mein Standardverfahren ist, die Waffen niemals abzugeben. Lassen Sie sie durch. Unsere Einrichtung ist sicher genug, um mit drei bewaffneten Gästen zurechtzukommen. Wir holen Jack aus der Kryo. Sobald die finanzielle Seite geklärt ist, können Sie aufbrechen. Folgen Sie mir bitte wegen der Übergabe zur Entlassungsstelle, Commander. Gehen wir. Ich habe übrigens ein Déjà-vu. Ich hatte ja den zweiten Teil auch schon mal gespielt. Das ist schon lange her.
nicht weiß, was passiert.